Mozarts Doppelgänger wurden. Ja. Also, als Wolfgang und ich uns vor 2 Jahren in Salzburg nahe der Getreidegasse beim Strudelessen über den Weg liefen, da kamen wir beide aus dem Staunen nicht mehr hinaus. Scheiß ins Bett, das kracht, hat Mozart immer nur gerufen. Und auch ich musste gestehen, dass die äußerliche Ähnlichkeit wirklich unübersehbar war. Sie dürfen wieder gespannt sein auf ein Klangerlebnis der besonderen Art. Zukunftsweisend, als sei es nicht von dieser Welt. Leck mir den Arsch recht schön. Oh!
Schluss!